Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt die Kollegin Dr. Kirsten Tagmann. Sie haben das Wort. Also auf die Koalition warte ich noch, wo ich für euch dann mitreden kann. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass jährlich allein in Deutschland über 45 Millionen Eintagsküken getötet werden, ist bekannt. Sie werden getötet, weil sie genetisch für eine hohe Eierleistung gezüchtet werden, aber als Hähnchen diese Leistung nicht erbringen können. Und diese männlichen Eintagsküken haben eigentlich doppeltes Pech. Denn da sie aus einer Legelinie stammen, haben sie so wenig Fleischleistung, dass sie mit ihren Brüdern und Schwestern aus den Mastlinien nicht mithalten können. Also keine Eier und zu wenig Fleisch sind bisher für sie das Todesurteil. Und nun steht im Tierschutzgesetz, es wurde gerade schon gesagt, eindeutig, dass Wirbeltiere nicht getötet werden dürfen ohne einen vernünftigen Grund. Und natürlich ist das sehr unbestimmte Formulierung, aber fehlende Profitabilität kann ganz sicher kein vernünftiger Grund sein, Tiere zu töten. Und deshalb hat eben Nordrhein-Westfalen auch das Töten von Eintagsküken verboten. Aber dieses Verbot ist kassiert worden vom Verwaltungsgericht, davon war eben auch schon die Rede. Und dieses Verwaltungsgericht hat durchaus auch gesagt, wir brauchen eine umsetzbare Alternative zu diesem Töten. Die Frage an uns lautet also nach meiner Überzeugung, was muss getan werden, damit wir rechtssicher das Töten der Küken verbieten können? Und ich denke, dass die Antwort wirklich auch zügig gegeben werden muss. Denn schon 2001 stand im Tierschutzbericht der rot-grünen Bundesregierung damals, dass es hier ethische Bedenken gibt. Und deswegen muss jetzt endlich was getan werden, weil bisher hat sich tatsächlich zu wenig Greifbares ergeben. Weil, und das ist durchaus eine These, die wichtig ist, zu viel von diesem Prinzip und von diesem System profitieren. Und deswegen brauchen wir heute ganz klar die Botschaft, die Zeit der Duldung ist vorbei. Und wir wollen als Gesetzgeber jetzt endlich Lösungen auf dem Tisch haben. Und man kann zwar bei Hühnern leider das Geschlecht vorher nicht beeinflussen, so wie man es beispielsweise bei Kühen unterdessen ja durchaus tut. Und man kann vielleicht demnächst vor dem Schlupf, deutlich vor dem Schlupf, vielleicht die Eier identifizieren, die männliche Küken schlüpfen würden. Aber auch das ist aus unserer Sicht nur sehr begrenzt eine Lösung, sondern wir sind für eine grundsätzlichere Lösung. Entweder man schafft die Möglichkeit, dass die männlichen Küken der Legelinien auch gemästet und dann auch vermarktet werden können, oder wir halten wieder Hühner, die sowohl gute Legeleistung als auch gute Mastleistung erbringen, also sogenannte Zweinutzungshühner. Und dazu gibt es ja bereits Projekte, und selbst die Geflügelzüchterbranche ist ja unterdessen bereit, dort auch wieder Angebote zu machen. Aber bisher ist es eben nur eine Nische für Idealisten geblieben, weil es eben die hohen Kosten dazu führt, dass das relativ schwierig zu vermarkten ist. Und erst recht bei diesem Preisdiktat des Lebensmitteleinzelhandels. Und deswegen sind zwar die Erfahrungen, die dort gesammelt werden, sehr wichtig, aber wenn es keine Nische bleiben soll, müssen wir eigentlich anders ansetzen. Zum einen natürlich muss die Züchtung noch vorangebracht werden, aber am Ende muss das eigentliche Problem gelöst werden. Wer Küken retten will, muss faire Marktregeln einführen. Denn die Erzeugungskosten steigen natürlich, wenn pro Tier weniger Eier und weniger Fleisch produziert wird mit höherem Futteraufwand. Und deswegen müssen dann auch höhere Erzeugerkosten gezahlt werden. Und das heißt gerade für mich als Linke aber nicht zwangsläufig, dass auch die Lebensmittel teurer werden müssen. Denn es, aus unserer Sicht würde dann ja das Geld auch wieder in den falschen Taschen landen. Sondern wer faire Erzeugerpreise und bezahlbare Lebensmittel will, muss die Marktmacht der Lebensmitteleinzelhändler und der Supermarktketten beschränken und sie zwingen, an dieser Lösung mitzuarbeiten. In den Niederlanden geht das auch ziemlich sogar freiwillig. Dort bietet eine Supermarktkette zum Beispiel nur fair gehandelte Bananen an und verzichtet auf Gewinn, damit der Preisabstand zu den konventionellen herkömmlichen Bananen nicht zu groß wird. Auf Huhn übersetzt würde das also heißen, Eier und Fleisch von Zweinutzungshühnern werden beim Erzeuger fair bezahlt und im Supermarkt durch Gewinnverzicht bezahlbar angeboten. Also ich finde, es geht, jetzt muss man nur handeln. Vielen Dank. So, Frau Kollegin Jans, jetzt haben Sie das.